Bürgermeister Andreas Babler plauderte mit uns über aktuelle und künftige Stadtprojekte. Im Vordergrund steht bei ihm immer die Nachhaltigkeit. Was tut sich denn momentan in Dreiskirchen bezüglich aktueller Stadtprojekte? Ja, wir arbeiten die Projekte ganz normal weiter. Wir haben die glückliche Situation, trotz aller Bedenken, die wir haben, was Gemeindefinanzen, vor allem auch für das Jahr 2021 anbelangt. Sie haben ja gesehen, dass sie auch in der Öffentlichkeit das Bürgermeister, aber natürlich auch als Vizepräsident im Gemeindevertreterverband darauf aufmerksam gemacht habe, dass man gut Sorge trägt um die Kommunen. Die Kommunen sind Wirtschaftsmotor, sie sichern die Lebensgrundlage in der Infrastruktur Tag für die Menschen. Es beginnt, wenn sie in der Früh ins Bad gehen, das Wasser da ist und geht bis in die Nacht durch. Das sind die Lebensnotwendigkeiten in der Infrastruktur. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Kraft, zum Glück über die letzten Jahre, wo wir wirtschaftlich sehr erfolgreich gearbeitet haben, wahnsinnig gute Rechnungsabschlüsse erzielt haben, natürlich die Infrastruktur weiter auszubauen in Form von Projekten. Das ist wichtig für unsere regionale Wirtschaft. Unsere Handwerksbetriebe und Kleingewerbetreibenden, die haben nichts von großen imaginären Rettungsschirmen. Da geht es darum, dass Kommunen fast 3 Milliarden Euro in Österreich der größte Auftraggeber der regionalen Wirtschaft ist. Und deswegen habe ich diese Gemeinderatssitzung im Juli eingeschoben, extra um Gelder freigeben zu können, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und gleichzeitig natürlich gewährleisten wir auch noch das soziale Netz. Das ist das, was wir sozusagen rund um Corona machen müssen. Wir beobachten auch mit Sorge die Entwicklung in der Stadt. Also wir haben ja auch wieder eine Größenordnung von positiven Fällen durch die Stadtteile quer durch, und gleichzeitig ist natürlich, lebt der Stadt auch von den Veranstaltungen, von den Vereinsaktivitäten, und jetzt beispielsweise ist eine große Unsicherheit da seit den letzten Pressekonferenzen der Regierungsmitglieder, was heißt das jetzt schon für die Ballsaison, und da ist natürlich eine Verunsicherung. Gleichzeitig ist für manche Vereine der Wegfall dieser Veranstaltungsmöglichkeiten jetzt schon, die sicher sind, natürlich auch eine finanzielle Aufgabenstellung. Wir unterstützen natürlich unsere Feuerwehren und so weiter, und in Dreiskirchen muss niemand Angst haben, wir unterstützen die Vereine in der Situation. Aber es ist natürlich eine schwierige Situation und eine gewisse Unsicherheit, aber Stadtveranstaltungen anbelangt, was die Covid-Auflagen betrifft. Und ganz speziell jetzt arbeiten meine politischen Verantwortlichen, also der Vorsitzende des Schulausschusses und Schulstadtrat, aber auch die Kindergartenausschussvorsitzende, die arbeiten jetzt sehr eng zusammen als Kindergartenerhalter oder Schulerhalter mit den Leiterinnen fort, die ja jetzt dann mit uns gemeinsam in Absprache die Covid-Konzepte, was die Ampel anbelangt, umsetzen müssen. Und das sind große Aufgabenstellungen, die wir haben. Gleichzeitig ein Highlight-Projekt, was mich sehr freut, dass ich ganz bewusst auch freigegeben habe, bloß im Gemeinderat und einreferiert habe, ist der Grundsatzbeschluss für das neue Feuerwehrhaus in Einhausen. Ich habe das ja in meinem Wahlprogramm für diese Periode auch versprochen gehabt. Die Feuerwehr war sehr überrascht positiv, wie wir sozusagen begonnen haben, vor einiger Zeit dieses Projekt auch mit dem Kommandanten und seinem Stellvertreter mitzudiskutieren. Jetzt haben wir einen Grundsatzbeschluss, das heißt, jetzt geht es tatsächlich in die konkretere Planung, in der Kostenabschätzung, in der Projektrealität. Und das ist sicherlich das größte Projekt, aber wir haben insgesamt zwischen 40 und 50 Firmen beauftragt in der Sondersitzung mit Millionenbeträgen, um eine regionale Wirtschaftsimpulse zu setzen. Wie sehen Sie Dreiskirchen denn in den nächsten Jahren? Wie soll sich die Stadt entwickeln? Naja, so positiv. Ich freue mich total, dass alles, was wir in den letzten Jahren, zum Teil schon in Jahrzehnten strukturell aufgebaut haben, aber in den letzten Jahren mit einer wahnsinnigen Impulsivität auf die Reihe gestellt haben, nämlich auch Vorbild zu sein. Und gerade in diesen Krisenmonaten hat man gesehen, dass wir nicht umsonst wahrscheinlich überregionale Aufmerksamkeit positive erzielt haben, dass viele von uns Konzepte übernommen haben bis in die westlichsten Bundesländer, vom Burgenland bis nach Vorarlberg, was gezeigt hat, dass man diesen Sozialgedanken, den wir wahrscheinlich eh immer in dieser Stadt mit einer Priorität gehabt haben, nämlich als Stadt miteinander, von unseren kleinsten Mitbürgerinnen bis zum Bürgermeister, eine einzigartige Stadtsolidarität aufgebaut haben. Und gerade in diesen Krisensituationen, also ich vergiss niemanden, der mit unseren Hilfsdiensten zigtausende Produkte zugestellt hat, selber was getan haben. Da waren unterschiedlichste Menschen, da waren Pensionistinnen, da waren junge Leute,
Bei den Älteren, die wir geschützt haben, was in der Risikogruppe waren, da waren Leute, die als Flüchtende nach Dreiskirchen gekommen sind und jetzt sozusagen auch als Dankbarkeit was zurückgegeben haben. Da waren so viele Menschen, die wirklich ihre Zeit und ihre Energie verwendet haben, um anderen zu helfen. Und ich glaube, jetzt, wo das wieder anläuft, die Aktion gibt es ja noch immer, wo das jetzt wieder im Steigen ist, man darf nicht vergessen, das sind ja Größenordnungen von einigen hundert, die in der Quarantäne sich ja befinden, die darauf angewiesen sind, sozusagen auch Unterstützung zu bekommen, dass man gesehen hat, dass dieser Geist, diese Zielsetzung, die wir in den nächsten Jahren haben, daran auszubauen, wirklich großartig sind. Was Schwerpunkt ist, jeder, der weiß sozusagen, wie grün diese Stadt tickt. Also wir sind jetzt sehr konkret geworden in den letzten Monaten in den Gemeinderatssitzungen, schon letztes Jahr begonnen und heuer auch schon einige Beschlüsse gefasst, was die Neutralität von Emissionen anbelangt. Wir nehmen diesen Beschluss ernst. Das ist ein sehr großes, umfangreiches Thema. Wir haben konkrete Ausschreibungen mit professionellen Partnerinnen, also über staatliche FFG-Strukturen bis zum Austrian Institute for Technology, um konkrete Maßnahmenprojekte auszuarbeiten, die über, sage ich jetzt einmal, normale kommunale Initiativen hinausgehen. Also nicht zu sagen, natürlich, dass wir Bäume pflanzen, wo es geht, aber auch zu überlegen, was hat das für Stadtklimaauswirkungen, was ist strategische Grünraumplanung, wo geht es um Schutzstatus für besondere Gebiete. Also Vielzahl meiner Arbeitstätigkeit jetzt ist sozusagen auch den ökologischen Umbau in einer Stadt weiter voranzutreiben, ist ein Flagship von uns. Und wir wollen auch zeigen damit, dass es auch möglich ist, sozusagen auch wirksame Kreise zu ziehen. Das Einzige, was uns Sorge bereitet, immer seit Jahrzehnten, da sind wir nicht allein, ich im Wiener Speckgürtel sozusagen, ist die Frage der Verkehrsentwicklung. Und da sind wir angewiesen auf Land bei uns sehr stark. Wir haben ganz wenig Kompetenzen, was Verkehrsplanung anbelangt, vor allem übergeordnete Verkehrsplanung anbelangt, was die Attraktivität und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes anbelangt. Dort unterstützen wir. Wir haben jetzt neu vertraglich schon auf die Reihe gebracht in den letzten Monaten, die Attraktivierung der Astbankbahn zusätzlich mit einer Projektierung eines Park-and-Ride-Bahnhofes. Das ist wahnsinnig ein weiterer Meilenstein, was öffentlichen Verkehr anbelangt. Aber ich glaube, dass das auch die Zielsetzung der Zukunft sein muss. Wir müssen schauen, dass wir in unserer Verantwortung zumindest, auch bei all dem, was wir nicht zu verantworten haben, was Verkehr anbelangt, die Lebensgrundlage für Menschen sichern. Sonst ist alles relativ zu sehen, was wir an Maßnahmen setzen. Wenn der Mensch sich selber seine Lebensrealitäten nicht erhalten kann, dann werden wir in 20, 30, 40 Jahren das alles anders bewerten. Deswegen die größte Priorität auf Schutz von unberührten Naturlandschaften, Schaffung von neuen Grünflächen, Stadtökologie, Energiehaushalte, die sparsame Verwendung von Ressourcen. Und das sind die Großprojekte, die wirklich mit Nachdruck sind. Gleichzeitig haben wir das System umgestellt. Ich habe in meinem Team allein ich auch neue Verantwortlichkeiten geschaffen. Wir haben 10 neue Ausschussvorsitzende mit wahnsinnig einer starken Kraft, mit einer ganz engen Abstimmung, die mit mir arbeiten, sozusagen, die auch wirklich viel Elan reinbringen, muss man dazu sagen. Und das wird sich natürlich in dieser Arbeitsperiode auch in konkreten Projekten niederschlagen. Also großes Thema, zusätzlich immer eingebettet in dieser speziellen Periode der Pandemie. Und wie gesagt, nehme ich Respekt für alle, die was beitragen in dieser schwierigen Zeit. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch gestärkt aus dieser Krise auseinander wieder hervorgehen werden.